all the hardware. Actually, in the model, we have a Chetzmont turbine, an M100XBL. And due to the way the jet is built in this Eric's construction design, it's having a really low weight with fantastic flight characteristics. Next aircraft on takeoff is an F-16. Ja, die zweite Maschine, die hier jetzt am Start ist für Finalmodellbau, ist eine F-16 im handlichen Maßstab 1:6. Also für mich, Harald, ist das eine Standardgröße. Die meisten Jets, die wir hier fliegen sehen, liegen meistens aber einer Rumpflänge von 2,50 Meter. Hier haben wir 2,47 Meter, Spannweite 1,61. Das kann man aber durchweg noch als handlich bezeichnen. Der Lieferumfang und die Beschreibung ist ähnlich wie bei der Cougar, nur haben wir hier jetzt einen modernen Jet, die F-16, immer noch vielfach im Original, bei sehr vielen Luftwaffen weltweit im Einsatz. Der Preis ab 3.690 Euro geht's los. Dazu gehört allerdings dann auch das Fahrwerk, ein Scale-Fahrwerk. Wer sich da schon mal informiert hat, ein richtiges Scale-Fahrwerk, das ist man auch schnell über 1.000 Euro. Das Schubrohr ist dabei, die Tanks und die Hardware. Yeah, the F-16 we see on the display, it's a very nice paint, by the way. It's 1 by 6. Wingspan of 161, is a length of 247 and 14 kilograms dry weight. Now in a very, very nice overflight. And actually, as I just learned from Final Modellbau, both jets are for sale, but not before tomorrow afternoon, of course. We need it for the Sunday air show. But both jets are on sale, and I think it's a really good deal. I have to admit that 3 years ago, Dirk, it was 3 years ago, I bought my Hawk. I still haven't finished it. I'm very sorry. But I promise next year for the Jet Power, you can engage me as a pilot on the Hawk. Okay, so Dirk has just agreed that I can fly next year for him, and he's going on the microphone for me. Ja, mit dem Dirk von Final Modellbau habe ich gerade gesprochen. Also beide Jets sind zum Verkauf. Ich habe nur leider festgestellt, von alleine bauen die sich zu Hause nicht fertig. Ich habe mir vor 3 Jahren die Hawk geholt von Final, und habe also dem Dirk jetzt hier versprechen müssen, bis nächstes Jahr ist sie fertig, dann werde ich sie vorfliegen, und der Dirk geht in der Zeit ins Mikrofon. Ja, F-18 nochmal mit einem tiefen Überflug, aber auch it's coming from the left, shutting down the engine. Thank you, Thomas. And looks like he's in a big stress, looks like he's gonna start up the next aircraft for Final. So, Finalmodellbau etwas im Stress, der Flieger wird gewechselt und es kommt zum Start eine weiß-rote Version der JAK 130, auch hier in der handlichen Größe. Thomas Naumann for Finalmodellbau is in a quite big stress. He just changes the model and goes now to a 1.5. Lieferumfang. Wie bei den anderen Maschinen natürlich original Scale-Fahrwerk, Schubrohr-Tanks und die entsprechende Hardware. Alles im Kasten mit drin. Antrieb erfolgt hier durch eine TJ-74 Frank-Turbine und der Preis ist ab 3.690 Euro. Ich muss mal nachfragen beim Dirk, steht diese auch zum Verkauf? F-16 nicht, aber die JAK und die Cougar stehen aktuell zum Verkauf. Aber wie gesagt, erst ab morgen Nachmittag nach eurem Slot. Genau. So, während der Thomas hier zum Start rollt, kommt von rechts die F-16 schön mit hohem Anstellwinkel butterweich aufgesetzt und kommt hier vor unserer Sprecherkabine zum Stehen. Die Lackierung ist sehr interessant.